Die Hauseigentümerin von einem Einfamilienhaus stellt einen Topf mit Asche auf die Terrasse. Als sie später mit ihrem Hund vom Gassi gehen zurückkehrt, bemerkt sie das Feuer, was bereits auf die Fassade und auf den Hauseingang übergegriffen hat. Die Ausbreitung des Feuers ging bis in den Dachboden, der auch zum Löschen geöffnet werden muss. Die Feuerwehren Urbach, Fellbach, Schorndorf und Blüderhausen waren insgesamt mit 62 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen vor Ort und können den Brand unter Kontrolle bringen. Das Haus bleibt doch jedoch vorerst unbewohnbar. Wenn euch auch dieses Videodoku wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer
über ein Like von euch freuen. Selbstverständlich dürft ihr auch gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um zukünftig keine weiteren Inhalte mehr zu verpassen. Und wie immer dürft ihr natürlich gerne in den Kommentaren unter dem Video eure Meinung kundtun oder auch eure Fragen stellen.